Wir starten mal wieder mit einer kleinen Eilmeldung, denn heute gibt es so einige dystopische Themen, bei denen sich eigentlich jedes für ein eigenes Video anbieten würde, weil sie so brisant sind. Das kann man nicht im Vlog irgendwo mit untergehen zwischen 20 anderen Themen verpacken. Aber eine Sache findet praktisch vor unserer Haustür statt und die sollte mittlerweile wirklich jeder auf dem Schirm haben. Man hat ja bisher immer gesagt, ja, Verschwörungstheorie und es wird ja gar nichts, keine Meinung unterdrückt und wir haben doch eine Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Ja, wir haben seit mehreren Monaten, mittlerweile sogar mehreren Jahren, eine ganz massive Unterdrückung von Meinungen, die vom herrschenden politischen Konsens abweichen. Wir alle sind die besten Beispiele dafür. Wie oft wurden uns schon Videos wegzensiert, im laufenden Stream der Stream gekillt und so weiter und so fort, weil beispielsweise über eine Studie gesprochen wurde, die der Bundesregierung nicht in den Kram passt. Ihr wisst alle noch, worum es geht. Ist ja erst knapp 2 Monate her. Will ich jetzt nicht wieder drauf eingehen, sonst kommt das Zensorenteam gleich wieder um die Ecke. Aber es wird ja am laufenden Band einfach nur weggelöscht, was ihr nicht sehen oder hören oder lesen sollt. Boris kann ein ziemlich lautes Lied davon singen. In den letzten 2 Wochen ist er, glaube ich, 2-mal willkürlich bei Facebook gesperrt worden, obwohl es ja nun letztinstantliche Gerichtsentscheidungen vom BGH gibt, der solche Praktiken untersagt. Ein paar Stunden später war Boris dann erstaunlicherweise plötzlich wieder freigeschaltet, also ganz dubiose Geschichte. Aber da muss man ja mittlerweile gar kein, in Anführungszeichen, in der Öffentlichkeit stehender Publizist sein. Das reicht ja schon aus, wenn man als normaler Facebook-Nutzer mal einen falschen Link teilt. Auch da ist man ja ganz, ganz schnell mal für 30 Tage gesperrt. Nun wird das Ganze aber auf eine völlig neue Ebene katapultiert, denn Facebook hat nun angekündigt und ist auch bereits in Deutschland, ja, Nomen ist oder wird den Anfängen an der Stelle, auch bereits in Deutschland erstmals durchgeführt. Sie kündigen an, dass sie schädliche Netzwerke weltweit löschen wollen. Also jetzt sollte man mal ganz kurz drüber nachdenken. Wie definiert Facebook schädliches Netzwerk? Als ein Netzwerk, das online und offline der Gesellschaft schadet, also ein Volksschädling. Volksschädling ist ein Begriff aus dem Dritten Reich, 1939 per Verordnung eingeführt. Nur mal so im Hinterkopf behalten, in wessen Tradition das steht. Facebook schwurbelt also ja mit einer etwas moderneren, etwas entschärften Begrifflichkeit einmal mehr von Volksschädlingen. Und weil fast alle der modernen Diktaturen ihren Anfang in Absurdistan oder rundherum genommen haben, macht man hier offensichtlich ganz munter, frohlockend weiter und hat nun bereits heute, wenn die RTL da richtig liegt, ich habe euch den RTL-Bericht unten verlinkt, also da haben wir echt die Ohren geschlackert, als ich es gelesen habe, hat nun bereits heute damit begonnen, 150 Facebook- und Instagram-Profile sowie diverse Gruppen zu löschen, die angeblich zu den bösen, bösen Querdenkern gehören. Eine wirklich sinnvolle Begründung für diese knallharte Zensur, die gibt es natürlich nicht. Die offizielle Begründung ist, ja, sie hätten ja wiederholt und organisiert gegen die Facebook-Gemeinschaftsstandards verstoßen. Sie würden ja organisiert gegen die Gemeinschaftsstandards da aufbegehren. Also Verzeihung, nehmt euch da nicht ein klein wenig zu wichtig, liebes Facebook. Abgesehen davon, dass ihr in euren RGB eben nicht jede Willkür reinschreiben könnt. Das ist genauso ungültig, wie wenn ich in irgendeinen Vertrag reinschreibe, ihr verpflichtet euch, die nächsten 50 Jahre meine Toilette zu putzen. Das ist genauso ein ungültiger Inhalt in der AGB an der Stelle. Wissen wir ja alles, gibt es diverse Gerichtsentscheidungen zu, könnt ihr beim Herrn Steinhöfel mal nachlesen, hat er ganz, ganz viel zugeschrieben. Müssen wir jetzt nicht wieder beim Urschleim anfangen. So, Facebook argumentiert nun also, sie würden 150 Menschen, echte Menschen, keine Fake-Profile, und Gruppen löschen, ohne die Leute da offenbar gesondert vorher drüber zu informieren, weil diese ja gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen und schädliche Netzwerke betreiben, schädliche Inhalte publizieren. So, wenn man da mal ganz kurz ein bisschen genauer drüber nachdenkt, geht es keineswegs um die Publikation von irgendwelchen Dingen. Denn das Internet ist groß, die Gedanken sind frei, es gibt immer eine Alternative. Das heißt, das, was in den Facebook-Gruppen publiziert wird, kann man ohne Probleme auch auf anderen Portalen finden. Worum geht es also wirklich? Es geht darum, dass Facebook mutmaßlich aus politischen Gründen, weil da vielleicht der ein oder andere im Kanzleramt ein gewisses Interesse dran haben dürfte, dafür sorgen möchte, dass ihr besonders vor der Wahl nur noch das lesen dürft, das lesen könnt, das auffindet im Internet, was dieser Entourage im Elfenbeinturm gefällt. So, die wollen also diktieren, aus welchen Quellen, wo ihr euch informieren dürft. Also aus welchen Quellen und wo, so rum. Nicht aus welchen Quellen, wo ist grammatikalisch natürlich Blödsinn, aber ihr versteht das schon. Es geht also darum, euch Informationen vorzuenthalten, die irgendjemandem schwer im Magen liegen könnten, die irgendjemandem nicht gefallen. Und dafür ist es völlig unerheblich, ob die jetzt faktisch zutreffend sind oder ob sie das nicht sind. Wir haben eine Meinungsfreiheit in Deutschland, es muss alles diskutiert werden dürfen. Oder ob es schlichtweg, braucht man eigentlich kein Beispiel für. Also es ist scheißegal, was in welcher Gruppe publiziert wird, solange es nicht ganz klar gegen irgendeinen
bestehenden Paragraphen eines Strafgesetzes verstößt, ist daran nichts, was irgendeine Art der Zensur rechtfertigen würde. Das kann so absurd sein, wie es möchte, scheißegal. Aber man hat in Absurdistan, Artikel 5 Grundgesetz, nach wie vor das Recht, seine Meinung frei in Wortschrift und Bild zu äußern. So, bei Facebook offensichtlich nicht mehr. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit Hausrecht. Wir haben ja mittlerweile alle gelernt, hoffe ich doch, ansonsten beim Herrn Steinhöfel nachlesen oder die Videos schauen. Wir haben mittlerweile alle gelernt, dass ein Hausrecht nicht über einem Grundgesetz steht. Nicht als Monopolist. Wenn Facebook ein kleines Spartennetzwerk wäre, was weiß ich, 500 Nutzer, ein kleiner Miniserver, okay. Aber hier geht es um den Monopolisten, um den Marktführer. Und der darf eben nicht willkürlich zensieren und eigene Regeln machen. Der hat sich auch an die Rechtsstaatlichkeit zu halten. Genau, das funktioniert offensichtlich nicht mehr. Aber kommen wir mal zurück zu der Dimension, die das mittlerweile angenommen hat. Facebook verbannt nun also 150 Personen und Gruppen, weil sie angeblich Schädlinge wären. Und habt ihr davon medial irgendwie mal eine große Empörung mitbekommen? Na, im Gegenteil, das wird teilweise sogar noch beklatscht. Also lieber Klatsch und Sing- und Klatschtrolle aus der RTL-Kommentarspalte. Vielleicht mal ganz kurz, ganz tief in euch gehen und überlegen, wie lange das wohl dauert, bis ihr die Nächsten seid, sobald ihr in irgendeiner Art und Weise mal gegen eben jene Machthaber, wie auch immer das nun sein mag, ob Bundesregierung oder Facebook, scheißegal, sobald ihr gegen eben jenes Klientel einmal selbst aufbegehrt. So, mag ja sein, dass es aktuell gemütlich ist, so als Günstling der Politik kann man sich ja cool fühlen, wenn man so als braver Gesumpfter in der Propagandatrommel rührt. Da wird einem ja fast schon hofiert, da gibt es die Bratwurst auf die Hand und so weiter und so fort. Da kann man sich ja überlegen fühlen moralisch. So, was ist denn, wenn eben jene Regierung oder wer auch immer irgendetwas erlässt, vielleicht auch per Verordnung am Parlament vorbei, was euch dann plötzlich auch nicht mehr ganz so gut gefällt? Kann man jetzt diverse Gedankenspiele an den Tag legen. So, irgendetwas passiert, wo auch bei euch, ja, das mag schwer sein, wo aber auch bei euch eine rote Linie überschritten ist. So, ihr kritisiert das, ihr begehrt dagegen auf und zack, seid ihr das schädliche Netzwerk. Dann seid ihr der Volksschädling, der aussortiert gehört. Ja, einfach mal ganz kurz in sich gehen und ein bisschen Revue passieren lassen, was in totalitären Systemen der letzten Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte oder Jahrtausende bereits geschehen ist. So, das war immer so, dass man die Menschen gegeneinander aufgehetzt hat. So nach dem Motto, wenn die sich gegenseitig hassen, wenn die sich alle gegenseitig an die Gurgel gehen, dann helfen die sich ja untereinander nicht. Das heißt, wenn die Hälfte der Gesellschaft die andere Hälfte hasst, dann wird sich die Hälfte, die eben jene Hälfte hasst, darüber freuen, wenn die andere Hälfte, die böse Hälfte, wegzensiert, was auch immer, wenn denen Unrecht getan wird. So, haben wir also die eine Hälfte der Gesellschaft weg, die ist dann diskriminiert, die findet nicht mehr statt. So, und was ist dann mit der verbleibenden Hälfte, die sich gerade noch als Sieger aufgeführt hat? Die werden auch wieder gespalten. So, dann haben wir da eine Viertelung. Dann wird das eine Viertel gegen das andere Viertel aufgehetzt. So, eins der beiden Viertel wird wohl verlieren, weil ihm die politische und die mediale Gunst fehlt. Was passiert dann? Das verbleibende Viertel, was zuerst noch gemeinsam mit dem anderen Viertel die bereits wegrationalisierte Hälfte der Bevölkerung gebasht hat, auf Deutsch gesagt. Eins der verbleibenden Viertel wird das Ganze wiederholen. Das zweite Viertel, das zweite Viertel ebenfalls wegzensieren und sich darüber freuen. So, und dann geht das Spiel von vorne los. Dann wird eben jenes Viertel wieder halbiert mit irgendwas, wo sie gespalten werden, wo sie gegeneinander aufgehetzt werden. Also einfach mal ganz kurz drüber nachdenken, bevor man sich freut, dass andere Menschen daran gehindert werden, ihre Meinung mitzuteilen, sich dort zu informieren, wo sie es für richtig halten, nur weil man selber die Meinung dieser Leute nicht teilt. Die Fronten in Anführungszeichen der Wind, der kann sich ganz schnell drehen. Es wird nicht lange dauern, dann seid ihr die ins Abseits gedrängten, die bösen, bösen Aussätzigen. Dann ist aber keiner mehr da, der für euch Partei ergreifen kann. Und genau das ist es, was diese Leute immer wieder vergessen. Und man könnte jetzt mittlerweile sogar schon von einer aktiven Einmischung in den Wahlkampf sprechen. Nicht nur mittlerweile, es geht ja schon eine ganze Zeit so. Denn was ist denn eigentlich, liebes Facebook, mit dem Wahlkampf der Partei Die Basis? Offizielle Bundestags-, also für den Bundestag kandidierende Partei. Direktkandidaten, relativ gut aufgestellt mittlerweile für eine noch so junge Partei. Ja, die werden wahrscheinlich nicht über die 5%-Hürde kommen. Warten wir es mal ab. Ob sie regierungsfähig oder ob sie irgendwo in Anführungszeichen sowieso überhaupt parlamentsfähig sind, wird sich auch zeigen. Ist ja alles noch in den Kinderschuhen steckend, aber zumindest bewegt sich mal was. So, dieser Partei wird seit Jahr und Tag nachgesagt, sie wären Querdenkernah. Viele Mitglieder der Organisatoren der Demonstration unter dem Querdenken-Label sind ebenfalls bei der Basis. Hat man jetzt also Bewerbern auf politische Ämter ihre Social-Media-Kanäle gekillt, weil einem nicht passt, was diese Leute für Werte und Meinungen vertreten? Ist das zulässig in der Demokratie? Was wäre, wenn man das beispielsweise bei diesem Klimagedöns aus Berlin tut? So eine kleine Randgruppen-Klientel-Öko-Warnpartei.
Liste Klima, ich weiß es nicht, oder Öko-Links oder wie der ganze Kram heißt. Was wäre denn, wenn man diesen Leuten die Social-Media-Kanäle und die Facebook-Gruppen killt, unter der Begründung, das wären Volksschädlinge? Das sind übrigens unter anderem Leute dabei, die wollen alle anderen enteignen und mal wieder fast schon per Zwang für sich arbeiten lassen, wenn man da die ein oder andere Aussage auf gewissen Parteitagen ein klein wenig für bare Münze nimmt. So, sind das Volksschädlinge und werden die auch aus der digitalen Debatte verbannt? Habe ich nicht mitbekommen. Interessant, oder? Aber gut, kommen wir erstmal zum Ende. Soll ja nur eine kleine Eilmeldung sein. Wir sehen also, dass sich diese ganze Richtung in Anführungszeichen in ganz, ganz Fall, auf ganz, ganz falschem Wege begibt. Ja, das ist schon lange so. Diese permanente willkürliche Zensur ist schon länger ein Problem, seit vielen Jahren schon, je nachdem, um welches Thema es geht. Gibt ja immer wieder Themen, da darf man nur eine Meinung zu haben. Wenn man eine andere Meinung äußert, ja, dann wird man eben wegzensiert, diffamiert, diskreditiert und so weiter und so fort. Jetzt aber im großen Stil. Jetzt wollen sich weltweit Schädlinge ausmerzen. Da wüsste ich gern, auf wessen Mist dieser Müll auf Deutsch gesagt gewachsen ist. Hat man da vielleicht ein bisschen zu tief in die Tagebücher irgendwelcher NS-Größen geschnuppert? Es würde mich wirklich nicht wundern. Also alleine die Begrifflichkeit, schädliche Netzwerke. Ja, für die Gesellschaft schädlich, Gesellschaft AK Volk, und das wäre dann wiederum der Volksschädling. Also grammatikalisch relativ einfach herleitbar. Und auch vom Inhalt her sind eindeutige Parallelen erkennbar. Also es ist wirklich nur noch pervers, in was für eine Richtung das geht. Aber solange sich die Leute so aufhetzen lassen, wie sie es aktuell tun, die Rechts-Links-Geschichte funktioniert ja nicht mehr so richtig. Jetzt hat man es ja mittlerweile, man hat es mit dem Klimaleugner versucht, hat auch nicht so ganz funktioniert, weil das eben zu abstrakt war, zu abgespaced, da haben die meisten Leute den da gemacht. Jetzt versucht man es mit den Gesumpften und den Ungesumpften. Und das funktioniert traurigerweise momentan noch ausgezeichnet. Aber liebe Gesumpfte, ich habe es euch ja auch schon ein paar Mal gesagt, ihr seid nicht mehr lange die Gesumpften. Auch da sollte ganz genau drüber nachgedacht werden. Passt jetzt nicht zur eigentlichen Meldung, aber das nochmal kurz in Erinnerung rufen. Die vollständig Gesumpften sind aktuell vollständig gesumpft, wenn sie zweimal die Sumpfsuppe konsumiert haben. So, jetzt wird aber die dritte Sumpfsuppe angekündigt. Was meint ihr, liebe Gesumpfte, passiert, wenn ihr nächstes Jahr keine neue Sumpfsuppe konsumiert? Meint ihr, seid dann noch die Gesumpften? Dann seid ihr ganz, ganz schnell die bösen, aussätzigen Ungesumpften. Blöd. Müsst ihr dann im Abo-Modell regelmäßig die nächste Sumpfportion konsumieren, um euren privilegierten Status der Gesumpften wieder zu erlangen? Ja, das sind irgendwie Scheißaussichten, oder? Also all das im Hinterkopf behalten, wenn man das nächste Mal jemanden basht, der sich diesem politischen Irrsinn nicht unterwerfen will. Es kann ganz, ganz schnell gehen, dann steht ihr plötzlich auf der Schmuddelseite. Aber jetzt muss ich was futtern und dann schreibe ich den Themenzettel, damit wir endlich mal zur Potte kommen. Denn ich habe heute noch nicht sonderlich viel Produktives getan. Das muss gleich geändert werden.